Conversation and no is round. People talking about girls come to town. He's a lady and set me free. You can see you let me be a bist Louise. I have seen her and I love song twice. I know where she is looking, she's very nice. She's a lady and asking back, baby. And you can see it, need you win again. She's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast. Der Podcast, der gerade in aller Munde sind. Der Podcast, der von jedem Chöp gerade auf TikTok geklaut wird. Ja? Ihr kriegt noch alle Anwaltsbriefe, ihr kleinen Chöps. Wir werden euch rasieren, nur nebenbei. Und der Podcast, der gerade sehr heiß ist. Ja? Jede Meinung, jedes Wort wird hier auf die Goldwaage gelegt. Deswegen bitte ich dich drum, ein bisschen Kontenance. Ja. Okay. Ich habe ein folgendes Thema. Ja. Ich will dir das seit 5 Jahren erzählen. Seit 5 Jahren, seit wir einen Podcast haben. Ich habe es jedes Mal vergessen und gestern ist mir eingefallen. Okay. Habe ich immer erzählt, dass jemand meine Tapete gegessen hat? Ja. Das hast du sogar im Podcast erzählt. Ja, okay, dann ist das Thema zu erledigt. Und nach 5 Jahren Warterei habe ich dir das erzählt. Habe ich dir wirklich erzählt? Ja, du hast sogar im Podcast erzählt. Boah, wie lange ist das her? Sogar, aber? Du weißt auch. Sogar warst du schon da? War ich schon da, ja. Dann habe ich keine Lust mehr. Das ist kein Thema. Ende. Doch, ich habe ein Thema. Ja. Ryan Gosling. Nein, wir haben gestern wieder einen Van Damme-Film geguckt. Double Team. Yes. Und ich muss dir sagen, Van Damme hat da nicht so geglänzt. Er. Ja. Dennis Rodman war lustig. Ja. Der war gut drauf. Ja. Aber der war schon am Ende. Guck mal, ich finde, unsere schwarzen Brüder und Schwestern, ja, die passen in so Filme, die braucht man. Ja. Weil die bringen so eine geile, lustigen Sidekick. Ja, ja, die bringen auch diese Attitude, Energie rein. Ja. Wenn so ganz normal nur Weiße, fuckt ab. Wenn der Film geil ist, nö. Nee. Doch. Wer, sag mal, einen komplett weißen Film. Komplett weißen? Also ja, nur Weiße mitspielen? Ja, gibt's nicht. Doch. Weil es unstylisch ist. Doch, gibt ohne Ende. Sag mal. Warte, aber nicht, dass du mir dann sagst, da ist ein Schwarzer, der das Taxi gefahren hat. Ein komplett weißer Film. Ja, gibt's nicht. Es gibt doch keinen komplett schwarzen Film, der geil ist. Doch, gibt's. Welchen? Diese eine, wo diese Beerdigung. Da spielt doch ein Weißer mit, die eine ist mit einem Weißen zusammen und der kleine weiße Zwerg kommt auch vor. Da meint ein guter Tag zum Sterben, glaube ich. Ja. Ja, mit Chris Rock und Kevin Hart und der. Nein, das ist schon. Wenn Kevin Hart, hast du diese Lift gesehen auf Netflix? Ich gucke keine Kevin Hart-Filme, ich finde Kevin Hart super wack. Sorry, obwohl du eigentlich 1:1 wie der bist. Nein, ich finde. Doch, ihr seid euch sehr ähnlich. Ich finde ihn. Guck, der nickt. Der sagt das doch nur so, um mich aufzuregen. Warum soll er das sagen? Der weiß gar nicht, dass du gerade guckst. Der weiß das. Der weiß auch, dass ich Kevin Hart wack finde. Ich kann nichts mit dem anfangen. Oder? Okay, sag mal einen Comedian, wo du sagst, okay, das ist wirklich the GOAT. Eddie Murphy. Ja, gibt's auch mal was, jemand anderes? Jim Carrey. Der ist doch kein Stand-Up-Comedian, oder? Doch, der hat als Stand-Up-Comedian angefangen. Aber du hast recht erzählt, weil er ist sehr früh berühmt geworden. Es gibt nicht viel Material, aber der hat als Stand-Up-Comedian angefangen, ja. Okay, dass die Folge mal ein bisschen interessanter für mich wird. Ja. Sonst hier komplett langweilig. Ja. Sagen wir mal gute deutsche Comedians. Wie viele? 5. Es gibt 2. Hä? 3. Echt? Stand-Up-Comedians? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auf 5 komme. Ehrlich? Ja. Erzähl mal. Warte. Comedians, die gut sind oder über die ich persönlich lache? Das ist ja ein Unterschied. Da macht 2 Listen. Ja, Comedians, die gut sind, da kommen 300 Leute rein. Ja, jetzt nicht 300, aber da kommst du schon auf 20. Nein, die, wo du sagst, die sind brutal. Also ich lach selber. Ein Ami-Level. Nicht einfach nur gut, weil die, keine Ahnung, ein bisschen Crowdwork können. Nein, nicht nur das, weil die technisch gute Gags schreiben, die kriegen das Publikum. So, aber das heißt ja nicht, dass ich darüber lache. Das okay, über wen lachst du? Wenn ich selber lache? Ja. Enisa. Ja. Du weißt, Marketing. Ja. Wir müssen für die Tour noch ein bisschen Werbung machen. Schon wieder? Ja. Mann! Ich weiß, du willst nichts machen. Ja. Es läuft von alleine schon gut. Genau. Allerdings bin ich ein Typ, der sich nicht gerne auf Zufälle verlässt. Genau. Ja. Deswegen, bitte, wenn du mich ein bisschen liebst. So. Meine Damen und Herren, Werbung in eigener Sache. Und zwar sind die Deutschen, Nisa und Shayan, im November 2024 auf fantastische Arena-Tour. Fantastische Arena-Tour, das ist das Wichtige. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, was machen die denn? Machen die nur Podcasts oder was? Was? Das sagen die Leute? Ja. Das ist unerhört. Wir machen nicht nur Podcasts, sondern es ist eine fantastische Entertainment-Show, meine Damen und Herren. Es wird gesungen, getanzt, gerappt, Podcast, Zaubershow, Zirkusartisten, Akrobaten, Jackie Chan. Alle sind da. Ja, es wird eine Show, wie sie Las Vegas nicht mal auf die Beine stellen könnte. So, und wo wird die sein? Ganz Sag uns das! Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass du uns das erzählst. Ich muss ablesen. Ach so. 21.11.2024 in Oberhausen. Wo? In Oberhausen. Welcher Ort? Rudolf-Weber-Arena. Oh mein Gott. Das heißt, alle im Umkreis können ja vorbeikommen. Genau, alle in NRW. So, dann haben wir den 22.11. in Moinminjung, Hamburg. Wo? In der Barclays Arena. In der Barclays Arena? Genau. Gehört die Charles Barkley? 23.11. Ja. In Berlin. In Berlin? In der Hauptstadt, in der Mercedes-Benz Arena. Gehört die Mercedes-Benz Arena? 27.11. Ja. In München, in der Olympiahalle. Gehört die Halle der Olympiade? 28.11. in Stuttgart, in der Schleierhalle. Gehört die Schleierhalle? Und dann das Finale, natürlich bei den Zombies, 29.11.2024 in Frankfurt, in der Süwag Energie Arena. In der was? Süwag Energie Arena. In der Süwag Energie Arena. Da wollte ich schon immer mal spielen, seit ich mit Comedy angefangen habe. Und deswegen gibt es Tickets. Ab sofort. Auch noch? Ab 35 Euro. Ja, das heißt, für das kleine Geldbeutel ist auch was da. Ja, für den kleinen Geldbeutel. Meine ich doch. Ja, Link in der Beschreibung. Ja. Klickt drauf, gönnt euch Tickets und schickt uns danach Screenshots, ihr Chips. Ja, was ist das? Peace in the Middle East. Markus Krebs. Ja. Oh, und extrem. Ja, der ist gut. Der ist King. Dann Benaisa. Ja. Salim. Lachst du über Salim? Ja. Salim ist schon lustig, Alter. Aber extrem. Salim ist gut, Alter. Oh, das ist so schlimm. Ja, oh mein Gott, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Salim, Benaisa, Markus Krebs. Ich persönlich, Halid. Ja? Ja. Der ist schon ein dreckiger Jugo aus Frankfurt einfach. Olaf Schubert. Achso. Ist ja auch eine Lachnummer heutzutage. Ja, genau. Und Johann König. Lachst du über den? Ja, das war's aber auch schon. An deutschen Stand-up-Comedians, wo ich selber lache. Ja? Ja, ich unterscheide das ja immer. Wo ich selber lache und sage, hahaha, das ist lustig. Du hast einen vergessen. Wen? Scheiße, das ist jetzt so ekelhaft. Nein, du hast wirklich einen vergessen. Ja, sag. Wo du am Anfang nicht drauf kamst, aber irgendwann gegen Ende, sogar bevor er als Gast hier war. Ja, Mario. Mario Bad. Ja, ich habe jetzt nicht viel Material von ihm gesehen, aber ja, da muss ich ehrlich sagen, was aber auch dir und Costa geschuldet ist, weil damals dachte ich, wie gesagt, ist nichts, aber und du musst natürlich, was natürlich auch stimmt, ist, wenn du Leute privat erlebst und wie lustig sie sind, dann hast du dann schaust du denen ihr Material ganz anders an. Das ist wirklich so. Es ist so, guckt ihr Comedians an, so wie ich Filme gucke? Ich sage, boah, geile Kameraführung, das ist geil gemacht, der Schnitt ist gut, der Dreh ist gut. Ja. Ne? Wir gucken schon so, ich habe auch mit Salim eben lange gesprochen über Ami-Stand-Up, wir haben die Ideen-Gag eingebaut, alles ist bedacht. Aber und dann, es gibt ja zum Beispiel, guck mal, die Sache ist, Humor ist ja subjektiv, das ist ja keine Mathematik. Das bedeutet, da gibt es ja nicht die Regel, der ist, das ist ja nur dein persönliches Empfinden. So, und wenn jemand zum Beispiel extrem viel Publikum erspielt, dann finde ich es meiner Meinung nach schwierig, dem irgendwie abzusprechen, dass er nichts kann. Du kannst nur für dich selber sagen, ey, ich finde das nicht lustig. Ja. Das ist so, wie wenn ich sage, ich feiere Drake null. Ich finde ihn super uninteressant. Ich finde jeden seiner Songs grauenhaft, die ich höre. Ich finde, der rappt schlecht. Ich finde nichts Besonderes an dem. Aber ich kann ihm seine Daseinsberechtigung nicht absprechen, weil der seit 15 Jahren einfach die unangefochtene Spitze ist im Hip-Hop, dann wird er schon was richtig machen. Manchmal fühlt man jemanden einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Es gibt jetzt solche auch, solche Bob Dylan oder die Rolling Stones. Das sind jetzt auch so Musiklegenden, die ich nicht fühle. Ich höre denn ihre Mucke nicht. Rolling Stones nicht? Ich feiere die Rolling Stones nur. Ich bin eher so der Beatles-Typ. Also die Beatles feiere ich schon extrem, aber Rolling Stones gar nicht. Gar nicht. Ich mag Mick Jaggers Stimme nicht. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und deswegen... oder sagst du... ja, warte, ich bin noch nicht fertig mit dem Punkt. Oder sagst du, dass es gibt diese Regel. Man kann bei Kunst sagen, das ist schlecht. Man kann es festlegen. Nee, kannst du nicht sagen. Ja, okay. Nur wenn du wirklich siehst, du bist seit 20 Jahren am Start. Aber kannst du da nicht trotzdem gut sein? Aber guck mal, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Donnie Brasco. Ja. Der Film wird durch die Bank weg gelobt von Kritikern, von Fans. Alle feiern diesen Film. Du hast den geguckt, hast gesagt, ich fand den voll langweilig. Ja. Der hat dir nicht gefallen. Ja. Siehst du, da würden jetzt auch 98, das ist so wie bei mir mit Drake. 98% der Leute würden sagen, wie Donnie Brasco ist ein Klassiker. So, aber dir hat er nicht gefallen, weil es subjektiv ist. Dir hat er nichts gegeben. Ich weiß sogar, und das klingt jetzt total absurd, aber es ist schön, dass ich das benutzen kann gegen ihn, dem hat Double Team von Van Damme und Dennis Rodman besser gefallen als Donnie Brasco. Das stimmt. Ja? Ja, guck mal, ich finde so, Donnie Brasco ist ein bisschen so overrated. Findest du? Ja. Bruder, du weißt, dass die dich zerstören werden, ne? Nein, wirklich. Es gibt, guck mal, Straßen der Bronx ist 1 Million geiler, 10 Millionen Mal geiler als Donnie Brasco. Aber sprichst du ihm diesen Ruhm ab, wenn du weißt, dass so Millionen Filmfans sagen, ey, das ist einer der krassesten Filme? Der Film hat auch seine Daseinsberechtigung und hat auch den Respekt verdient. Der ist gut gemacht in der Mache. Ja, ja. Der ist sehr gut gemacht. Ich fand ihn nur langweilig. Ja, es ist einfach so eine Stunde nichts passiert. Das ist genauso wie in dem Film, was haben wir geguckt, Reda, wo so eine Stunde nichts passiert ist und dann bin ich aufgestanden und dann plötzlich ist was passiert? 7. 7. Ja, ich finde 7 ist einer der besten Filme aller Zeiten. Der ist geil, ja. Aber die erste Stunde war langweilig. Ja, genau. Ja, aber den hast du ja wenigstens gefeiert, der 7. Du hast ja nur gesagt, erste Stunde war anstrengend, aber dann wurde der geil. Aber Donnie Brasco hast ja zum Beispiel gar nicht gefeiert. Nee. Naja. Da war ich raus. Ich verstehe, das ist so wie bei mir zum Beispiel, der Film ist jetzt kein Kritikerliebling, ne? Aber diese ganzen Shisha-rauchenden Schmocks, ja, feiern ja Blood in Blood out. Jeder, der so aussieht wie ich, sagt, boah, Blood in Blood out ist der krasseste Film. Ich schwöre dir, als Teenie, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, und da bist du schnell zu begeistern, ich habe nie die Faszination für diesen Film verstanden. Der ist ein guter Film. Der ist jetzt nicht ein guter Film, aber der ist auch jetzt nicht so der krasseste. Ja, die Leute übertreiben. Boah, das ist der krasseste Film. Die kennen ja auch nichts. Die haben ja nie The Great, The Better, The Beautiful Mind geguckt. Ja, die gucken sowas. Die gucken Blood in Blood out. Oder zum Beispiel, guck mal, es gibt 2 Schauspieler, die ich übertrieben hasse. Jetzt kommt's. Ich hasse die übertrieben. Wen? Das ist Samuel Jackson. Ich liebe den. Und Ben Affleck. Sehr guter Schauspieler. Hasse ich beide. Aber zum Beispiel in dem Film mit Reda, wie heißt der? Mit Reda, hat er da mitgespielt? Nee, wo er dieser Mathe-Genie ist. Also der Accountant? Ja. Wo der Autist ist? Ja, war geil. Der Autist, ja, das ist die Geschichte von mir und Salim. Geiler Film. Ja, ja. Kommt jetzt Fortsetzung, ne? Ja. Ja, ja. Prime produziert, also der kommt exklusiv auf Prime. Wieder mit Ben Affleck und dem Bernthal, oder wie der ausgesprochen sein. Ist das sein Bruder? Der andere, der Gegner. Nee, das ist nicht sein Bruder. Ne? Nee, nicht in echt, im Film. Der andere Killer, mit dem am Ende. Naja, der ist geil. Der ist super geil. Ja, der war zum Beispiel gut, aber ich mag Ben Affleck seine Filme nicht. Ja, wie Volker. Volker hasst Ben Affleck und Matt Damon. Matt Damon habe ich keinen Hass, aber der ist auch so unnötig. Diese ganze Burn-Verschwörung und Burn-Ultimatum. Born, dann keine Ahnung, Jason Bourne, Jason Derulo Bourne und der Bourne. Das so auch so. Wo ist der denn eigentlich? Ich mag Matt Damon nur bei Ocean's 11. Also dieser Taschendieb, der immer so Aufgaben mit wollen, die wollen wir nicht geben. Genau. Ey, ich bin bereit. Ey, Ocean's 11, das müssen wir eigentlich wieder gucken. Das sind richtig unterhaltsame Filme. Ja, das ist da Las Vegas. Stell dir, würdest du so einem Team beitreten, wenn du wüsstest, die wären alle Profis? Nein. Der Knast, das ist zu hart, ne? Wenn du erwischt wirst, Alter. Du bist einfach weg. Guck mal, Leute, die sowas machen, die haben ja auch in der Regel nichts zu verlieren. Ja, sehr gut gesagt. Ich habe aber sehr viel zu verlieren. Ja. Ich habe gute Freunde, gute Brüder, Freundschaften, die ich habe Freundschaften, die ich mit dir pflege oder mit unseren Jungs hier, die, da träumen andere Menschen davon, stimmt, sowas zu haben. Ja. So ehrlich, so loyalitätsvoll und auch noch so echt, ja. Wo man macht sich gar keine Gedanken so, ey, kann das sein, wenn die jetzt alleine reden, die schlecht über mich. Das haben die Leute ja. Und dann habe ich auch eine wunderbare Familie, ja, die mir hinter mir steht, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die versuche jeden Tag zu besuchen. Ich habe zu viel, deswegen kann ich auch nicht einfach abhauen, so nach Dubai oder so. Ja, deswegen kann ich das auch nicht. So, das machen ja nur Leute, die keine Freunde und keine Familienbindung haben. Jetzt werden die sagen, nee, das ist nicht so. So wie Simon Desio. Genau. Wenn du eine gute, stabile Familie hättest, würdest du nicht deine Eltern hier lassen und nach Dubai ziehen. Genau, das ist so. Socken. Ja. Leute, die du kennst, treffen sich noch mit denen. Hey, da gehst du aber geil. Wer hat dir die Haare geschnitten? Siegfried oder Roy? Ja, das... Da war noch Dings, ja, zahlst du in Bar oder in Schecks und so, ich gebe dir das Geld nach der Mission. Ups, wir haben gerade 7 Tage mit Deckzeit eingeführt. Der ist gut, also auf jeden Fall, deswegen, ich könnte nicht so kriminell werden. Ich habe ja auch noch nie in meinem Leben so eine Anzeige oder irgendwas Kriminelles gemacht. Ich bin ja komplett raus da. Ich bin ja so auch ein Angsthase. Ja, du bist echt ein Angsthase. Ich würde so, guck mal, wenn so ein Banküberfall wäre, ich würde wahrscheinlich aus Angst den Räubern helfen, die Bestandsräuber. Du Angst, dass die was tun, aber dann würdest du sie danach direkt verraten. Ja, genau, das ist der Style. Ja, du bist, ja. Du bist wie Azur von Dings, von Spartacus. Nee, guck mal, jetzt aber... Guck mal, ich sag jetzt was vielleicht, was Leute falsch verstehen können. Wir müssen ja jetzt aufpassen, weil das ein heißer Podcast ist. Ja. Ich verstehe diese Leute sowieso nicht in diesen Bankangestellten, die dann so sagen, nein, ich gebe das Geld nicht raus. Ja, aber für wen machst du auf Held? Ja, das Geld gehört doch nicht dir. Ich würde sogar den feiern, der so mutig ist. Ich würde sagen, ja klar, Brother, hier, what's up? Und dann, ja, der übertreibt direkt hier. So. Nee, aber ich finde auch so übertrieben. Nee, so ein Banküberfall. Ja, und stell dir vor, ein stylischer Bankräuber kommt rein. So, der so Nas Elmatic hört und so, das Album. Und dann rappt ihr so gemeinsam, eben vollendet die Sätze. Ich fand, der stylischste Bankräuber war so für mich aus Filmen, ich glaube, der Typ von Inside Job. Mit Denzel. Weil der hat so eine gelassene Art gehabt. Der war nicht so ekelhaft, der immer rumgeschrien hat, so ein Redneck, der so voll verwildert ist und so. Der stylischste Bankräuber für mich? Jetzt kommt's. Bestimmt einen, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ist Seth Gecko. George Clooney bei From Dusk Till Dawn. Kenn ich nicht. Kennst From Dusk Till Dawn nicht? Schon, ich habe nur diese eine Szene mit diesen unnötigen Vampiren in der Bar. Oh, Bruder. So einfach unnötig und langweilig. Einer meiner Lieblingsfilme, ich gucke den regelmäßig, From Dusk Till Dawn. Boah, der schlechteste Film von George Clooney war da, wo er die Leute kündigt. Ja, wo der so rumreißt. Ja. Den musste ich im Kino gucken, Alter. Ach ja, mit wem denn? Das war leider keine Frau. Gott sei Dank ist keine Frau, sorry. Nicht, dass die Leute nicht falsch stehen. Ah, suchen wir eine Partnerin fürs Kino? Nein, ich bin doch schwul. Ich bin doch homosexuell. Ja, na und? Die wechseln auch immer ihr Geschlecht jede 6 Monate. Ja, und ich möchte aber jetzt erstmal, bis wir sehr erfolgreich werden, schwul bleiben. Ah, und dann? Und dann wechsle ich zu der nächsten Sache, die gerade im Trend ist. Damit wir immer... Das ist gut. Das gefällt dir, ne? Das gefällt mir natürlich. Ja. So ein bisschen, wo Wirtschaft immer dahinter ist. Bist du am Start? Bin ich am Start. Egal was. Muss nicht viel sein, ja, aber es muss ein bisschen was bringen. Ja. Das finde ich gut. Ich würde gerne, mein Traum wäre es, einen Film zu drehen. Meine auch. Ich habe sogar diesen Pitch gehabt. Ja, aber du willst ja selber spielen. Ja. Ich würde einfach nur gerne Regie machen. Ja, aber dann mach doch meinen Pitch. Ja. Und die Idee ist geil. Die Idee ist brutal, allerdings, das wird nicht in Deutschland so ballern. Ja, wir drehen es auf Englisch. Ja, wir müssen aber dann nach Amerika. Müssen wir das da drehen? Ja, wir brauchen dieses Haus, diese Straße, die so aussieht. Wir brauchen diesen Filter, diese Sonne, die dann so... ja? Allein guck mal, geh mal auf so einen amerikanischen Jahrmarkt. Sieht ganz anders aus, ja. Amerikanischen Jahrmarkt, im Regen, ne? Haben wir gestern gesehen, im Regen. Und mach einfach mal so grauen, grünen Filter mit so einer düsteren Musik. Ist einfach gruselig. Ja. Und wenn du dann diese Maschinen noch so laut hörst... Hier in Deutschland, das ist ein Witz. Autoscooter, siehst du so einen Pole. Ja. Der noch klaut wahrscheinlich. Ja. Wie alle Deswegen, Polen. Wir müssen deinen Pitch in Amerika drehen. Ja, lass das so machen. Dann machen wir auch direkt Urlaub. Dann lass uns das bitte machen. Wir casten Stahl. Ja. Und die Person, die mit mir da spielen muss. Ja. Die kriegt man ja Sand am Meer. Ja. Sand am Meer. Ja. Das können wir da hinkriegen. Wir brauchen nur ein Haus. Aber traust du dir, jetzt ernsthaft, traust du dir diesen Pitch zu, auch dieses Genre? Ja. Ja, weil es eigentlich nicht dein Genre ist. Ja, ich traue mir das zu, nur ich muss... Deine Ideen waren brutal, die du hinzugefügt hast. Guck mal, man braucht erstmal ein Storyboard. Okay, aber ich habe eine andere Frage. Also mit dem Drehbuch schreibe ich ein Storyboard und dann brauche ich einen Zeichner, der mir ungefähr das schon zeichnet, wie ich es will. Okay, jetzt habe ich aber eine andere Frage. Ne? Jetzt müssen wir natürlich, weil wir dürfen nichts verraten, weil dann ist ja dieser Effekt in dem Pitch, der kommt. Ja. In Deutschland würde das ja funktionieren, weil du spielst ja jemanden und dann kommt die Überraschung. Aber du willst das in Amerika machen, weil da ist diese Person ja nix. Es geht ja nicht darum, dass es in Amerika spielen muss. Es geht nur der Look. Weil unser menschliches Auge ist gewöhnt, weil wir dann Hollywood gucken die Leute, ja. Sagen so, ey, wie geil ist das gedreht. Ja, du hast recht. Nimmst du die gleiche Kamera, nimmst du alles. Recht. Guck mal, zum Beispiel Liam Neeson. Wie heißt er? Liam Neeson. Liam Neeson. Du weißt, dass er Ire ist, ne? Echt? Ja. Liam Neeson hat irgendwie so einen Vertrag mit Berlin, glaube ich. Der dreht jeden Film. Jeder Film ist in Berlin. Ja. Guck mal, es ist trotzdem eine Hollywood-Produktion. Es ist trotzdem der Filter, trotzdem die Kameras. Ja. Es ist Liam Neeson. Ist deine Schwester diese Brigitte Nielsen? Nein, die ist aus Schweden. Ah, okay. Brigitte Nielsen. Die war mit Sylvester Stallone verheiratet. Iiii. Aber in den 80ern da, so war die. Ekelhaft. Da war die nicht I. Du hast diese Flavor Brigitte Nielsen gekauft. Nein. Ekelhaft. Nein, die kann nicht. Das war die Brigitte Nielsen, die bei Beverly Hills Cop 2 mitspielt. Weiß ich nicht mehr. Ich zeig sie dir. Es ist nicht so mein Ding, aber... Ja. Das ist der Hautton. Das Cousin. Ey, der ist so ein Spinner. Die ist too white, Alter. Nein, aber... Transparent. Die sah gut aus, Brigitte Nielsen. Nee. Doch. Boah, weißt du, wie die bei Flavor die ist komplett am Ende. Das war so richtig, so eine zerschmolzene Torte, die mit so einer Kakerlake zusammengekommen ist. Das war schon Zurück zum Thema. Ja. Der Film, zum Beispiel jetzt, wie heißt dieser neue Film? Honest Thief oder so? Oder heißt... Honest Thief heißt das. Der ehrliche Dieb. Ist da auch in Berlin? Honest Thief, sagst du. Ist da auch der in Berlin? Irgendwo, auf jeden Fall, bei Netflix und Amazon 6 Filme, die sind alle in Berlin. Mhm. Da siehst du... Trotzdem, egal wie das Color Grading, es sieht unstylisch aus. Hm? Weil du siehst dann diese Polizeiautos, diese Taxen, dann siehst du das Plural von Taxi, Taxen? Respekt. OG. Ja. Du siehst, es ist einfach unstylisch. Und auch das Wetter ist hier so komisch. Die Sonneneinstrahlung ist hier einfach anders. Der macht Deutschland einfach so zu Wackness, Alter. So, und wenn wir das irgendwo in Austin, Colorado drin. Ja. Dann sieht das schon anders aus. Ja, dann machen wir. Wir brauchen wie bei Desperate Housewives so eine Gegend. Hast du Desperate Housewives geguckt? Also die erste Staffel habe ich gesehen. Ja, da gab es noch kein Netflix oder so. Ich habe es trotzdem nicht geguckt. Das ist eine Frauenserie. Genau und? Aber da spielt Dings mit. Wer denn? Mehrere Schauspieler. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Erzähl doch mal 2, 3 auf. Nein. Sarah Jane Chase Parker oder so? Sarah Jessica Parker meinst du? Ja. Die ist bei Sex and the City. Ach so. Und das habe ich auch nie geguckt. Aber ich weiß es. Ich habe den Film gesehen. Wieso guckst du so? Wieso guckst du als heterosexueller Mann Sex and the City, der Film? Ich habe keine Angst von der femininen Seite. Ich lasse mich nicht bedrohen davon. Du guckst das. Boah, ich gucke manchmal Filme einfach so. Aber wie kann man Sex in the City. Guck mal, du hast es im Kopf, ich kenne dich. Ja. Du denkst, ich saß hier im Büro, hab das mir angemacht, bei einer Pfeife hab mir das angeguckt. Genau. Nein. Als ich das gesehen habe, gab es das Büro überhaupt nicht mal. Ich habe zu Hause, kennst du, auf Pro7 oder auf RTL, läuft schon Film 30 Minuten. Aber nicht mal dann würde ich das gucken. Dann habe ich immer nebenbei geguckt, weil gab's ja nix. Auf RTL bin ich gegangen, habe ich irgendeinen Scheiß gesehen. Keine Ahnung, die ultimative Chartshow zum 6. Mal. Worum ging es denn im Sex in the City-Film? Ich glaube, dass der Mann sie nicht wollte oder eine Affäre hatte. Ja. Und sie sind alle auf einen Mädelstrip. irgendwo im Urlaub und kommen dann zurück und dann, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das war 10 Jahre her. 15 Jahre her. Ich kann Filme, die für Frauen produziert werden, nicht gucken. Doch. Ich nicht. Zum Beispiel, ich habe auch Ocean 8 geguckt. Ja, da merke ich ja, wie du bist. Den habe ich mir angemacht. Ja, da merke ich aber, wie du bist. Warum? Wie kannst du das gucken? Erstmal ist der Film respektlos. Warum? Weil es einfach ein Woke-Remake ist. Oh komm, wir ballern das jetzt mit Frauen voll, damit wir zeigen, dass wir Frauen auch so cool sind. Da hat aber Rihanna mitgespielt. Ja und? Rihanna hat erstmal keine Stirn. Keine. Also, nee, sie hat eine Stirn. Das ist sehr schwach von einem Cis-Mann. Dass er nur aufs Äußere von einer Frau geht, wenn die Argumente ausgehen. Guck mal, ihre Stirn. Okay, du weißt, dass Rihanna im Guinness-Buch der Rekord ist, ne? Die heißt 8-Ball in diesem Film. Du verarschst mich. Ich schwöre, wegen dieser Kugel. Ach so, ich dachte, weil das auch so rund wie ihre Stirn ist. Nein, die heißt 8-Ball. Warum macht... Schwarze Kugel vom Billard. Warum geht Rihanna nicht in die Türkei? Und macht ihre Haare bis hier. Weil die bockt es doch nicht. Aber ihre Haare fangen hier an, Alter. Nein. Doch. Die fangen hier an. Weißt du, ein geiler Film ist? Was? Volcania, oder wie der hieß nochmal. Volcania? Ja, mit Underground Digital. Wie heißt der? Digital. Nee, mit Dan Aykroyd. Ja. Mit dem Richter. Nee, gefällt mir nicht. Doch, der Film ist geil. Ja, aber ist kein. Das Tupac zu sehen. Ich weiß, ganz kurz. Du hast Ocean's 8 geguckt und wie war der? Schrott. Ja. Siehst du? Ja, aber ich bin nicht so anti wie du. Ja, das stimmt. So, ich gucke mir solche Filme an. Ich gebe Menschen eine Chance. Aber ich würde gerne Regie mit deinem Film machen. Hm? Ja, ja. Weil du spielst das gut. Man braucht nicht viel. Du brauchst einen Kran. Du brauchst einen Rolli. Du brauchst Maskenbilder oder jemanden für Practical Effects. Genau. Hm? Und dann braucht man einen, der so audiovisuell noch so richtig krass hat und so Effekte machen kann. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das könnte unsere Karriere auf die nächste Stufe bringen. Dieser Pitch. Weil die Regie ist von dir. Produziert haben wir beide. Ja. Drehbuch wird von uns beiden kommen. Genau. Idee und dann Dings. Und du spielst. Ja. Boah, das wird die Überraschung. Und ich will, dass jetzt richtig Dings ist. So richtig. Können wir eigentlich mal einen Angriff nehmen? Ey, lass uns mal echt einen Angriff nehmen. Ohne Spaß. Wie viel wird das kosten? Das wird doch nicht so teuer sein. Wie viel brauchst du? Schwer zu sagen. Ich kenne die Preise nicht mehr für die ganzen Kameras. Aber sowas musst du schon mit der Ari drehen. Ja. Mit der Ari. Ari ist doch ein iranischer Name. Arian. Ja. Der wird doch irgendwie... Der hat wahrscheinlich zwei zu Hause. Ja, der deichselt das doch irgendwie. Und der hat die dann geholt, weil jemand aus Malaysia nicht bezahlen konnte. Dann hatte die Ari entgegengenommen. Ja. So, auf jeden Fall, der hat mir ein tolles Geschenk gemacht. Respekt. Siehst du? Das waren Freunde. Ja. Nicht so wie dein Hamza. Es hat emotionalen Wert. Ja, ja. Ja, ich glaube schon. Und stell dir vor, wäre das nicht geil, wenn dann steht, und dann lassen wir das auf so einem Filmfestival laufen, und dann steht so, directed by Shayan. Wir müssen natürlich Gassier nehmen, weil dein echter Nachname bringt uns höchstens nach Afghanistan. Genau. So, und dann so starring Nisa Akremi. Boom. Das schon zu sehen ist geil. Das haben wir wieder zusammen geschafft. Ja, das stimmt. Und dann zweifelst du wieder an der Sonne. Genau, ich höre dann wieder auf. Bro, das kann so ein krasses Ding werden wie Get Out von Jordan Peele. Get Out? Hast du denn geguckt, diesen Horrorfilm? Das ist auch so ein Pitch. Nein. Aber der Style, weil das so ein ungewöhnlicher Winkel ist. Ja, ja. Sehr die ist aber teilweise lustig am Anfang. Dieser schwarze Polizist. Ich hätte aber nicht gedacht, dass du das guckst, weil du bist kein Horrorfilm-Fan. Aber der ist ein sehr untypischer... Weißt du, warum ich keinen Horrorfilm gucke? Ja. Wirklich. Ja, ernst jetzt. Ernst, ernst. Weil die mich nicht catchen. Ich finde die langweilig. Und der hat mich gecatcht, weil die Story ist super interessant ist. Also was mir so ein bisschen Angst macht, sind so psychisch kranke Filme. Ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, guck mal, ich gebe dir 3 Horrorfilme, dann schläfst du 4 Tage nicht. Ja, das kann ich. Dann gucke ich die. Weil ich sage, okay. Ah, nee, aber so hätte ich die Horrorfilme nicht empfohlen. Weißt du, wie ich das machen würde, wenn ich die Horrorfilme. Ja. Ich würde sagen, ich hole Horrorfilme, wo ich weiß, da ich Schein ein bisschen kenne, dass der Film dir gefällt. Nicht, dass du Angst kriegst. Nein, nein. Ich würde entscheiden nach, was wird ihm gefallen, wo er sagt danach, geiler Film. Das Problem ist, in meiner Ausbildung, ich hatte so wirklich 2 Monate, 3 Monate sind wir auf Horror. Okay. Und das hat mir alles genommen. weil wie was eingesetzt wird, Jumpscares. Genau. So, ja, ich verstehe. Und dann, wie es gedreht wird. Und dann haben wir so auch so Originalaufnahmen von so zum Beispiel so Exorzistenfilme gesehen. Mhm. Und dann sahen die echt so beschissen aus. Und dann weißt du, dass du visuell... Und dann allein durch die Musik, weil du kriegst ja nur durch die Musik Angst. Ja, die macht sehr viel aus. Genau. Und durch die Musik, und diese Musik, die erhöht keinen Herzschlag bei mir oder so. Weil ich weiß, okay, zum Beispiel kommt Musik... Und dann sag ich zum Beispiel zu meiner Schwester oder zu meinem Vater, passiert jetzt sowieso nichts. Nein, jetzt kommt einer. Ich sag, nein, erste, zweite Mal passiert nichts, dass du dich dran gewöhnst, dann kommt der dritte Schlag, dann bla und dann irgendwann siehst du beim 5., 6. Mal erst das Gesicht und dann merkst du plötzlich, oder der läuft rein in so einen Winkel und guckt so hinter der Tür, dann weiß ich, der ist hinter ihm. Das catcht mich nicht mehr. Aber wenn etwas kommt, wo ich sage, oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen, das ist es. Oh, ich darf es nicht kommen sehen. Oh. Dann sind die Filme für mich wieder interessant. Ohne zu spoilern, hast du bei Get Out das Kommen sehen? Nein. Das war das komplett absurd. Ja, das war ja auch komisch. Das war so, hä? Als der Typ so aus dem Wald rausrennt, zu ihm, auf ihn zu, ich so, jo, was mit dem los, Allah? Guck mal, das Krasse ist, weil Get Out kam ja raus, hat so, die Kritiker waren so am Schweben wegen dem Film. Ja? Ich habe extra nichts gelesen und mir nichts angeguckt, weil ich wollte diesen Überraschungseffekt. Und der kam dann bei mir. Ich glaube, ich so, juh. Ja, das war ein Überraschungseffekt. Ja, und das, okay, aber der macht jetzt auch nicht so krass Angst. Nee. Es ist so eine beschissene Situation. Ja. Aber nein. Und der schwarze Polizist, sein Freund, hat es ja auch voll aufgelockert. Ja. Der ist so, ich hab dir doch gesagt, shit. Ja. Ich glaube, das Ding von uns kann echt krass werden. Scheint wirklich, ich habe so ein Gefühl. Ja, das ist so gut. Du musst selber dran glauben. Ja, weil wenn du selber dran glaubst, dein Glaube kann Berge versetzen. So sieht's aus. Nee, das können wir hinkriegen. Nur die Sache ist, wir müssen gucken, wenn in Babelsberg, in der Nähe von Berlin, in diesen Filmstudios so ein amerikanisches Set gibt, dann kann man sogar in Deutschland das drehen. Da muss man nicht extra nach Amerika. Okay, aber die Mieten und so sind da bestimmt teuer, ne? Puh, weiß ich gar nicht. Guck mal, das Teuerste ist einfach der Stundenlohn von den Mitarbeitern. Weil du musst überlegen, du drehst eine Szene, bis die Szene erstmal vorbereitet ist. Guck mal, man muss morgens um 6 Uhr da sein, der LKW ausladen, dann kommt das hin, dann wird das aufgebaut, dann wird erstmal jede Kabel einzeln beschriftet. Dann hast du zum Beispiel ein Mischpult, dann wird der Review-Monitor aufgebaut, dass du alle Kameraperspektiven siehst. Dann hast du das Storyboard. Und dann diese Wartezeit, bis du dann kommst und deine Szene gedreht wird, vergeht ja Stunden, aber die Stunden werden vorher bezahlt. Verstehst du? Deswegen ist es so teuer. Und wenn du so einen Tagessatz von so einem Film, ein richtiger Film, der liegt weit 4-stellig, 5-stellig. So, und das ist es. Du musst eben halt so einen Film, ganz geil, mit so brutalen Studenten, also wenn sich ein paar Studenten melden wollten, können sich melden und die sagen, ey, wir haben Bock auf das Projekt. Weil wenn das Storyboard geschrieben ist, da wird jetzt jede Szene fast gezeichnet. Verstehst du? Ja. Du siehst ja jede Szene, wie sie ist und dann tust du 1:1 das nochmal in echt kopieren. Und dann brauchst du jemanden, der nur das Licht einstellt. Weißt du, wie lange das dauert? Puh. Licht. Weil du willst ja, das kann ich ja nicht verraten, du willst ja einen gewissen Look. Ja. Und das ist sehr aufwendig. Ja? Ja, sehr aufwendig. Dann Color Grading danach, da musst du gucken, da musst du eigentlich direkt in so, du musst ja so filmen, dass du gar keine Farbe und keinen Kontrast im Video hast. Und dann alles im Nachhinein nochmal hinzufügst. Ja. Dann der Ton, du musst ja komplett mit Tonangeln arbeiten. Und du bist gut in so Sachen, weil wenn die Leute zum Beispiel wüssten, wie eine Videoaufnahme von uns aussehen würde, ohne dein Color Grading, das du machst, Du stehst schon für Qualität. Du bist ein geiler Typ, Alter. Das war auch mein Verhängnis schon in meinem Leben. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wir können das machen. Ja. Wir können auch ein paar Spenden sammeln für den Film. Nein. Und die Erlöse vom Film spenden wir zurück. Nee. Ja, dann nicht. Was ist das denn? Auf gar keinen Fall würde ich das so machen. Wir zahlen das selber. Du zahlst deinen Film. Ich bin nur Teil deiner Welt. Aber du willst ja mitproduzieren. Ja, und? Ja. So sehr glaube ich jetzt an den Film auch nicht. Seine Meinung hat geändert. Boah, schon bös warm hier drin. Ja, es ist übertrieben warm. Ich schwitze trotz Shirt. Manchmal ist es warm, manchmal ist es kalt. Ist die Heizung an? Ja? Ja, weil kalt war, dann haben wir die hochgefahren. Darum geht's. In the air, drive me, catch me, where we were. In the run and down the night. Ich würde sagen, sind wir durch? Wir sind durch. Okay, vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Ich bin auf Tour, www.nisa.tv. Berlin, Frankfurt, Nürnberg, München, überall. Je nachdem, wann die Folge kommt. Wir drehen so durcheinander. Nichts kommt chronologisch. Ist ja. So egal. Also. Ich bin auf jeden Fall auf Tour, geht drauf. Ich bin in Wien. Ich bin das erste Mal in Wien mit meinem Solo. Erstmal in Wien. Kauft Tickets, solange sie es noch geben. Bevor wieder. Und wir gehen auf Arena-Tour. Yes. Ich und Shayan. Das wird natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Also, wir erzählen euch noch nicht ganz, was alles passiert, weil das einfach noch zu weit ist. Ja. Ist ja noch zu weit. Aber könnt ihr schon mal Tickets auf jeden Fall, weil es lohnt sich. Es lohnt sich. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Folgt uns auf Spotify, auf Amazon Music, auf Apple Podcasts. Yeah. Und abonniert bei YouTube die Glocke. Why? What's up? Ciao. Ciao.